Hallo! Wir sind wieder hier unterwegs mit einem neuen Werkstatttagebuch und die Laune ist wieder tippitoppi, denn wir haben ein Problem auf jeden Fall lösen können. Dafür zuallererst für euch zum Verständnis. Viele hatten ja gesagt, jetzt hast du es dir direkt mit den neuen Nachbarn verscherzt. Nein, eher mit mir selber und meiner Frau, denn wir wohnen nebenan. Werkstatt und Haus sind genau nebeneinander. Und ganz viele andere Tipps zum Thema hätte man vorher machen können und Co. Schwierig, denn es ist wirklich beim Rausreißen einer Wand passiert. Es ist so ein bisschen, also es ist eigentlich keiner schuld, sagen wir so, es ist passiert. Wir haben aber schon eine Lösung, die habe ich bei Instagram gezeigt. Vielleicht blende ich die hier auch noch mal kurz ein. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. Wir sind auf jeden Fall dran. Das heißt, es geht voran. Und jetzt stehe ich ja gerade im Büro. Das habe ich gerade schon mal leer geräumt. Das war so ein bisschen der Lagerraum der Handwerker. Die arbeiten zwar immer noch, aber ich muss auch wieder arbeiten. Es geht nicht anders. Deswegen, beziehungsweise, was heißt deswegen? Weil ich wieder arbeiten muss, nehmen wir jetzt hier die Folien mal raus, machen endlich mal die Fenster frei, denn die sind ja neu und sind vom Streichen noch eingepackt. Die Kabel habe ich hier ja schon alle rausgerissen. Ein neues Kabel geht schon rüber zum Haus. Andere Kabel müssen wir noch ziehen, nicht heute. Was wir aber auf jeden Fall machen, ist einmal den Boden freiräumen und dann gucken, dass wir den Boden sauber machen. Denn ich hatte vorher eigentlich schon gedacht, dass ich den Boden hier gar nicht abschleifen will, weil er eigentlich ganz cool aussah. Gucken wir nochmal, was mich unter der Plane, erwartet. Aber ich denke, das geht klar. Wenn wir das Büro so weit sauber haben, dass wir theoretisch gesehen erste Sachen einräumen könnten, werden wir das auch machen. Ich weiß aber nicht, ob wir das heute schon machen, denn auch in der Werkstatt müssen wir, ups, ganz, 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 wow, ganz, 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 ganz dringend aufräumen. Hier sieht es furchtbar aus. Es liegen Autoreifen rum, es liegen Bleikabel rum, die müssen ganz schnell hier raus und da sehe ich etwas, auf das ich, keine Ahnung, 3 Monate gewartet habe, vielleicht sogar 4. Lange, sehr, sehr lange, da ist es aber. Und das kommt darüber. Aber auch das, ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Denn wie gesagt, hier müssen wir ganz dringend auch aufräumen. Denn auch hier werde ich anfangen, die Steckdosen schon zu montieren, genauso wie drüben. Die Verkabelung legen wir dann später. Wenn die Steckdosen dran sind, ist es aber immer ein bisschen einfacher, weil man dann genau weiß, wo man hin muss. Und man kann, wenn man zum Beispiel schon erste Möbel im Büro stehen hat, genau sehen, wo soll was hin. Das hatte ich ja im letzten Werkstatttagebuch oder am vorletzten auch schon gesagt. Bei den Maschinen mache ich das ganz genauso. Ich stelle sie dahin, wo sie stehen sollen, damit ich weiß, da muss eine Steckdose hin. Ich wollte gerne lange reden, damit ich nicht aufräumen muss. Ihr wisst es alle, ihr kennt es wahrscheinlich von euch selber, aufräumen nervt einfach megamäßig, aber es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man es endlich macht. Deswegen höre ich auf zu reden, mach Musik an und wir räumen das Büro los. Kleine Planänderung. Wir machen heute erstmal nur das Büro, denn tatsächlich bin ich deutlich glücklicher mit der Optik, als ich es in Erinnerung hatte. Warte mal, bin ich zu weit weg? Nö. Das hat. Hallo? So. Denn ich habe jetzt hier einmal alles rausgerissen und habe den Boden jetzt dreimal gesaugt, viermal gewischt. Und bin soweit halbwegs fertig. Ich lasse das jetzt hier mal richtig schön trocknen, weil mit der letzten, beim letzten Mal wischen habe ich so eine leichte Pflegepolitur aufgetragen, um den Boden einfach mal ein bisschen zu pflegen. Das ist allgemein ein wichtiges Thema. Nur mit Wasser wischen
ist gut bei so einem Holzboden, aber ab und zu, vielleicht wenigstens einmal alle 20 Jahre, sollte man zumindest ein bisschen Pflege auftragen. Es ist ja ähnlich wie bei unseren Holzprodukten, die müssen wir ja auch ab und zu pflegen, damit sie möglichst lange erhalten bleiben. Hier ist, wen wundert's, sehr lange fast gar nichts passiert. Deswegen etwas mehr Arbeit, um das sozusagen wieder herzurichten. Das haben wir jetzt aber gemacht. Wie gesagt, das lassen wir jetzt einmal richtig schön trocknen. Wenn ihr solche Polituren benutzt, guckt einfach auf die Flasche, was ihr machen müsst. Meistens gibt es das entweder gleich unverdünnt oder man verdünnt es ein bisschen mit Wasser, je nachdem, wie kritisch der Zustand ist. Diesen Zustand lassen wir jetzt trocknen und dann fangen wir an, das Büro einzuräumen. Ja, endlich mal. Außerdem, was mir gerade noch einfällt, ich habe hier eine ganze Menge von diesen Magnetkarten, Stickern, wie auch immer. Jede Menge, die an der Tür geklebt haben. Ich glaube, es sind so 8 Stück von verschiedensten Köfteki Yusuf. Das sind wahrscheinlich alles mal Buden, die es hier gab. Eigentlich ganz witzig, aber ich brauche es nicht. Deswegen verlose ich sie jetzt für den guten Zweck. Spaß beiseite. Also, die sind auf jeden Fall über. Wenn sie jemand haben will, schreibt es gerne in die Kommentare. Theoretisch könnte man sie echt für einen guten Zweck verlosen, aber was will man mit so einem Sticker? Das nur am Rand. Wie gesagt, die Werkstatt, da stehe ich jetzt da gerade drin. Da haben wir auch, fällt mir gerade ein, oh, die größte Verbesserung. Hier stand doch ein Karton mit beschissenen Kabeln drin. Tatsächlich sind alle Elektrokabel abgeholt worden. Wir hatten das da, wo wir früher gewohnt haben, auch. Da fährt so ein Auto mit ganz komischer Musik, ganz laute Musik, und vorhin klingelt es und da sagt jemand, hey, hast du noch mehr so Kartons mit Kabeln? Ja, klar, 2 Stück. Nehme ich mit. Wahrscheinlich will er das Kupfer aus den Kabeln holen und es dann verkaufen. Finde ich gut. Ist ja sowas ähnliches wie Recycling. Ich weiß, dass sowas auch ein bisschen dubios sein kann. Aber es ist weg. Und das ist da der Grund, warum ich sie mitgegeben habe. Derjenige hat mir auch seine Nummer und alles gegeben, wenn ich mal was abzugeben habe. Das heißt, das ist schon nicht ganz so super dubios, wie man das manchmal kennt. Nicht schlecht, alle Kabel weg, also eigentlich schon mal ein Riesenziel für die ganze Woche, mal eben abgehakt, ohne Plan, ohne alles. Das spricht so ein bisschen für die These, einfach keine Pläne machen und einfach machen, auch wenn das irgendwie komisch ist. Moin, fast moin. Es hat alles ein bisschen gedauert, aber das Büro sieht schon ein bisschen aus wie ein Büro. Da sind alle meine 1 Million Bücher zu den ganzen Themen, Holzarbeiten, aber vor allen Dingen auch Tätowieren, japanische Kultur, Buddhismus, all solche Sachen. Dazu gibt es sehr viele schöne Bücher und auch meine Uhren sind da drin. Und die Holzverbindung, die wir teilweise gemacht haben, dazu muss ich leider schon eins sagen. Ich hatte ja gesagt, das meiste ist heile geblieben. Tatsächlich fehlt eine Kiste mit Holzverbindung. Keine Ahnung, wo die hin ist. Ich wüsste jetzt auch nicht so ganz genau, was man mit dieser Kiste soll, aber macht nichts. Dann kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, jetzt auch einfach mal für die Leute, die es richtig anpisst, meinen Meisterbrief dahin zu hängen. Da hängt er. Und hier haben wir schon mal so vor dem Schreibtisch die neue Ecke für das ganze Thema Gaming, denn es ist in der letzten Zeit nicht präsent gewesen, aber es ist bei mir immer noch ein riesen Herzensthema. Das heißt, da werden wir mit der PlayStation bald loslegen. Ich habe Warzone schon installiert, für alle, die es interessiert. Ich warte nur noch darauf, dass ich da an dieser Ecke irgendwo da eine einzelne Steckdose habe, beziehungsweise 2 für den Fernseher und für die PlayStation, und dann geht das sofort los. Mein Schreibtisch ist tatsächlich jetzt irgendwie doch erstmal mein Alter geworden. Da unten liegt auch Rocco, der findet das auch richtig klasse auf dem Orientteppich. Das ist meine alte Nussholzplatte, die haben wir schon seit 4, 5 Jahren oder so. Ist immer noch schön, und die Beine darunter, die haben wir noch viel länger. Die haben wir in der Familie, weiß ich nicht, seit 30 oder 40 Jahren. Das waren mal die Tischbeine von dem Arbeitstisch meiner Mutter. Keine Ahnung, wie die bei mir gelandet sind. Ich finde sie ganz schön. Da hinten steht der Schaukelstuhl, sehr dekorativ im Moment. Und hier sehen wir schon, was aus der alten Kappsägenstation wird. Ich hatte ja gesagt, es wird keine Kappsägenstation
mehr geben. Das meine ich auch nach wie vor ernst, das ist die Wahrheit. Da wird es aber eine Art Schleifküche geben. Im Zusammenhang, bevor ihr jetzt alle schreit und schreibt Arschloch, im Zusammenhang mit der Schleifstation, die wir gebaut haben. Das heißt, wir werden hier diese ganze Ecke hier noch so, da so, zum ganzen Thema Schleifen aufbereiten und solchen Sachen nutzen. Und das Ding ist, ich weiß nicht, inwieweit ihr das seht, aber wenn ich mich hier so in die Ecke stelle, hier ist schon noch hardcore viel Platz. Was ich gerne hätte, habe ich auch tatsächlich vielleicht ja schon da, ist hier vor so eine richtig große Zeichen- und ich will jetzt nicht sagen basteln, weil basteln tue ich nicht, Prototyping-Ecke. Was ist Prototyping? Keine Ahnung, mache ich eigentlich auch selten. Aber es gibt immer mal wieder Sachen, wo man was aus Karton ausschneiden muss, wo man zum Beispiel polstern muss. Und solche Arbeiten würde ich gerne jetzt, wo es geht, von der Werkstatt trennen. Denn gerade auch beim Polstern ist es super scheiße, wenn man auf dem Polster Staub hat. Und das lässt sich in einer normalen Werkstatt kaum vermeiden. Deswegen macht es da Sinn, sozusagen einen staubfreien Raum wie hier das Büro zu haben. Und eine Frage habe ich auch noch. Jetzt hasst mich nicht, aber ich habe hier einen wunderbaren Eames-Stuhl als Schreibtischstuhl. Ja, es ist ein Original. Ja, ich möchte ihn auch austauschen. Bitte kreuzigt mich nicht, denn ich werde ihn wahrscheinlich zum Zocken nehmen und ich brauche einen anderen Schreibtischstuhl. Ich habe seit 18 Jahren, ja, so lange nicht, seit 13 Jahren oder so, keinen Schreibtischstuhl mehr gehabt, keinen echten. Wenn ihr einen guten Schreibtischstuhl kennt, das ist jetzt die weirdeste Frage, die ich jemals gestellt habe, aber ich meine es ganz ernst. Wenn ihr einen richtig geilen Schreibtischstuhl kennt, verlinkt den bitte unten mal. Er sollte höhenverstellbar sein und vielleicht Rollen haben. Ich brauche dringend endlich mal einen Schreibtischstuhl, denn so ein Lounge-Chair ist zwar super lässig, aber halt nicht wirklich, um am Schreibtisch zu sitzen. Das habe ich jetzt ein paar Jahre so durchgezogen, aber richtig geil ist es nicht. Also verlinkt gerne mal unten einen guten Schreibtischstuhl für mich. Ich werde mir keinen bauen. Der Schaukelstuhl wird tatsächlich auch nicht mein Schreibtischstuhl. Der wurde schon für drüben gebunkert. War fast zu erwarten. Das ist es jetzt. Der erste Teil vom Büro. Es sieht endlich nach was aus. Und ich sag mal so, im nächsten Schritt schauen wir uns das hinter dieser Tür mal ganz, ganz genau an. Und wir gucken auf jeden Fall in das große Paket, was da liegt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.